Moin, moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und jetzt muss ich sagen, oh la la, Werder Bremen, Werder Bremen. Viele, viele Sorgen und Scoop jetzt knallhart, damit wir alle wach sind, bereit für das Spitzenspiel gegen Darmstadt. Ich habe ja schon gesagt, Felix Magath hat gesagt, Werder Bremen ist durch. Und deswegen frage ich dich, hätte Frank Baumann nach der Niederlage am Samstagabend nicht Sonntagmorgen Felix Magath als Cheftrainer sofort etablieren müssen, denn mit so einem Superstar und Experten wäre der Aufstieg ja gar kein Problem gewesen, oder? Ja, moin Sepp, moin liebe User. Hallo, Felix Magath ist da, wo er hingehört, zu Hertha BSC Berlin. Er war schon bei Werder Bremen, ne? Das wissen wir alle und er hat da auch nicht viel geleistet. Er hat die Mannschaft ins DFB-Pokalfinale 99 geführt, aber vor Abstieg gerettet hat dann Thomas Schaaf die Mannschaft. Also diesen Felix Magath brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Und dann noch diese Aussage zu tätigen, Werder ist ein direkter Aufstiegskandidat, die steigen direkt auf und dann verlieren sie in Heidenheim. Also ich sage noch eins, hör mir auf mit Felix Magath. Der soll in Berlin gucken, dass er seine Mannschaft rettet. Wenn nicht, sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga. Oder wenn wir aufsteigen und die bleiben drin, auch in der ersten Liga. Aber der soll die Hände weg von Werder Bremen lassen und sich nicht mehr über Werder Bremen äußern. Sehr gut, da seid ihr nicht nur du, sondern wir alle jetzt wach. Das war ja auch der Sinn hier von meiner Aussage. Und jetzt muss ich, bevor wir direkt reinsteigen in das ganze heiße Thema, geht natürlich um Verletzungen, habt ihr sicherlich mitbekommen in den letzten Tagen. Ein ganz kurzer Punkt, weil ich muss den loswerden, sonst bin ich wieder den ganzen Tag hier sauer im Gespräch. Und zwar gibt es, haben wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thema Nachwuchsleistungszentrum U23. Es gibt bei Butten und Binnen, ist auch verlinkt, extra das dritte Video, nochmal einen kleinen Bericht, also inklusive auch einer Videoverlinkung, nicht nur Text, sondern Video. Da seht ihr dann teilweise auch die Katakomben, wo sich dann die Nachwuchsmannschaften umziehen. Das ist wirklich beschämend. Selbst Thomas Wolter sagte als Verantwortlicher, dass er seit 30 Jahren nichts gemacht wird. Und da muss ich mich nur wieder mit dem Kopf schütteln, wie Werder Bremen auch zu Champions League-Zeiten so wenig in diesen ganzen Bereich investiert hat, auch was jetzt den Platz 11 angeht, als Bundesligist über Jahrzehnte. Ich wollte gerade schon sagen, Jahrhunderte gefühlt. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und das betrifft wirklich alle Verantwortlichen der letzten 20 Jahre, dass man da so wenig macht. Gerade wenn man da auch zu den erfolgreichen Zeiten auch ein paar Euros mehr hat. Also ich kann das nicht verstehen. Wollen wir jetzt aber nicht weiter ausführen, das ganze Thema, Doch, sondern wir ich müssen. möchte kurz Stellung dazu nehmen. Doch, weil ich bin ja auch ein Trainer einer Jugendmannschaft und ich weiß ja, was die Jugendlichen für Interessen haben. Und ich sage jetzt mal ich sage mal ganz, unser Konkurrent der HSV ruft an und Werder Bremen ruft an. Und zu beiden fährt der Jugendliche hin. Und wir haben solche Katakomben und wir haben solche alten Plätze, wir haben Platz 11 und so weiter und so fort. Und der HSV ist auf einem besseren Standard. Wo wechselt denn der Jugendliche hin? Ja, da wo es schöner ist. Ja. Also, er wird wohl nicht zu uns kommen, er wird wohl zum HSV gehen. Und deshalb, da wurde damals schon der Fehler gemacht, dass nur in die Mannschaft investiert wurde, nicht in die Infrastruktur, nicht in die U23, nicht in die Jugendarbeit und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, der Verein macht in der Hinsicht, wie du jetzt gerade schon geschildert hast, wieder Fehler. Aber die macht er nicht seit gestern, die macht er schon seit Jahren. Genau, also wie gesagt, gerne eigentlich das Video oder was dann auf dem Artikel davor oben drüber mal anschauen, weil da ganz kurze Einblicke sind. Und wir wissen ja auch dazu nochmal vielen Dank für die vielen Kommentare von euch. Das war wirklich klasse. Und wie ihr auch manche schreibt, haben ja viele von euch auch selber Fußball gespielt, irgendwo im Amateurbereich. Und boah, ich habe da so die ein oder andere Kabine, wo ich selber auch drin tätig war, quasi wieder gefunden. Denn das war wirklich jetzt für so eine Profimannschaft, beziehungsweise das ist ja dann Jugend, aber naja, also sowas in der Kreisliga auch. Ja, und Und das ist ja das Schlimme an der ganzen das Situation. passt irgendwie nicht. Genau. So, jetzt kommen wir natürlich zu den weiteren heiklen Themen der letzten Tage. Neben der bedauerlichen Niederlage ist es ja so, dass wir einmal Toprak, der war ja vor dem Spiel gegen Heidenheim schon ausgefallen. Da ist es ja auch so, Wade zu. Das heißt, man geht ja auch von 4 bis 6 Wochen locker aus. Ihr wisst ja auch nochmal das Thema Werder Bremen und die medizinische Abteilung. Ist ja auch nicht immer der Glücksfall. Dann haben wir noch Marco Friedl, der ja sogar Bauchmuskel und irgendwas im Hüftbereich hat. Das hörte sich auch eher nach 3 bis 4 Wochen an, was man jetzt so letzten Mal gelesen hat. Wir wollen trotzdem mal hoffen, ob vielleicht gegen Sandhausen eine Möglichkeit ist. Und dann Mitchell Weiser hat sich noch am
auch im Nachgang eigentlich vom Spiel, hatte Probleme bei der Rückfahrt mit dem Bus. Und auch da die Diagnose, ich glaube Muskelbündelriss, der fällt auch mehrere Wochen aus. Und heute Donnerstag, was kam noch dazu? Unser Starstürmer Dux, auch mal Corona, auf weg. Tja, so. Jetzt hast du natürlich wieder einen Wahnsinnszettel und wir warten alle drauf, dass du uns hier mit Statistiken und Informationen vollhaust. Von daher brauchen wir, glaube ich, das erstmal und danach überlegen wir mal alle gemeinsam. Deswegen gerne auch wieder viel reinschreiben. Wer ist überhaupt noch da? Ich kann nur einen Namen sagen: Roger Assale. Remember Schalke, ne? Da wisst ihr schon Bescheid, worum es geht. Wenn der reinkommt, da fallen die Tore am Fließband, auch für uns. Was wir dann machen, das heißt, da kommt gleich die große Diskussionsrunde, denn es wird endlich mal spannend bei Werder Bremen. Wir spielen Trainer und da werde ich dich aber nochmal direkt provokant fragen, bevor du jetzt startest. Ne? Was haben wir gesagt? Vielleicht ist der Verein zu groß für Ole Werner, muss sich dann revidieren. Jetzt werden wir es ja sehen, ob er auch über die letzten Wochen und Monate doch einiges trainiert hat, das auch mal ohne die Mannschaft, die sich quasi von selbst aufgestellt hat und von selbst gespielt hat, auch der Erfolg zum Greifen nah ist. Aber jetzt erstmal zu dir. Ich brauche mal Pause. Ich brauche eine Pause, genau. Also ganz kurz gehe ich auf die Verletzten ein. Wir werden das gleich nach meinem Zettel natürlich thematisieren. Also es ist echt schon erbärmlich, dass wir echt 11 Wochen am Stück keinen Verletzten haben, gar nichts. Und das ist dann echt einschlägt wie eine Bombe, sage ich jetzt mal. Wir haben ja echt richtig, richtig Pech. Also erst Toprak, dann Friedel, dann Weiser und dann höre ich heute die Hiobsbotschaft Duxch. Also das ist schon auf Deutsch gesagt, entschuldigt den Ausdruck, ein Schlag in die Fresse, was wir da an Hiobsbotschaften jetzt bekommen. Und ich habe immer gesagt, erinnert euch an meine Worte, wenn Toprak und Duxch ausfallen, dann wissen wir, was los ist und dann werden wir nicht aufsteigen, definitiv. Und jetzt, zack, gerade ausgesprochen, beim Spiel gegen den Tabellenführer, nicht gegen den Tabellen 18, nein, gegen den Tabellenführer, fallen die beiden dann auch noch aus und gegen den Tabellen 18. spielst du sowieso nur unentschieden. Also es ist schon echt richtig ein Schlag in das Kontor und echt sehr, sehr viel Pech, was wir da jetzt haben. Und da muss der Ole Werner echt gut und flexibel sein und gut arbeiten können. Er sieht die Spieler im Training, aber da wird schon Samstag gegen den Tabellenführer viel Qualität auf dem Platz verloren gehen, was wir sonst haben. Und das ist echt Pech. Aber jetzt zu meinem berühmten Zettel, dann können wir weiter auf jeden Fall über die Sachen reden. Ich will erstmal den Zettel aufklappen, weil so viel, was da draufsteht, ist das heute ein größerer Zettel. So, also wir spielen Samstagabend um 20.30 Uhr, wieder Topspiel der zweiten Bundesliga im Wohn- und Westweserstadion um 20.30 Uhr gegen den Tabellenführer Darmstadt 98. Tabellenführer mit 48 Punkten und 53-33 Toren, 14 Siege, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen. Der SV Werder Bremen hat 50-36 Tore. Deshalb ist es also punktgleich mit Darmstadt. Aber wir haben eine Tordifferenz plus 14, Darmstadt hat eine Tordifferenz von plus 20. Aus diesem Grund sind wir natürlich, und St. Pauli ist noch dazwischen, zwischen Darmstadt und zwischen uns. Deshalb sind wir in Anführungszeichen nur Tabellendritter. Jetzt kommt aber eine sehr, sehr interessante Statistik, was Darmstadt 98 angeht. Ich habe da echt 2-3 Mal hingeguckt, als ich mir die Statistik rausgeschrieben habe. Es ist echt witzig. Darmstadt hat zu Hause sowie auswärts, Sepp, genau die gleichen Punkte geholt. Und auswärts und zu Hause 7-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt und 3-mal verloren. Jetzt zu dir, da ist meine Statistik. Das nenne ich mal gut, oder? Konstant, ja, würde ich sagen. Sehr, sehr konstant und sehr, ja, sehr gut verteilt. Ja. Riecht ja fast schon nach einem Unentschieden am Wochenende. Ja, wir gucken. Also wie gesagt, in der Heimtabelle ist Werder ja der die Mannschaft, die zu Hause spielt am Samstag, ist Werder Siebte mit 22-12 Toren, 22 Punkten. Wir haben zu Hause 6 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden und 2 verloren. Ja, und Darmstadt auswärts Tabellenplatz 3 mit 26-16 Toren, 24 Punkte und wie ich gerade schon gesagt habe, 7 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also 26 Tore auswärts geschossen ist schon eine Hausnummer, finde ich, ist schon richtig gut. Definitiv 16 Tore reingekriegt, ist auch nicht so schlecht. Und wir sind trotzdem noch Erster in der Auswärtstabelle. Aber jetzt kann Darmstadt uns natürlich, was wir nicht hoffen, mit einem Sieg können sie uns überholen. Beim Punkt nicht, dann bleiben wir vorne, weil wir haben 26 Punkte, Darmstadt hat 24 Punkte in der Auswärtstabelle. Also nur wenn sie gewinnen, können sie uns vom Platz 1 in der Auswärtstabelle verdrängen. Ja, insgesamt haben wir 12 Spiele gegen Darmstadt 98 gespielt, 28-18 Tore erzielt, 5 Siege, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen. Letztes Spiel, Katastrophenspiel am 10. Spieltag. 3-0, sang- und klanglos in Darmstadt 98 verloren.
1-0 fiel kurz vor der Halbzeit, dann das 2-0 in der 67. und das 3-0 in der 74. Die Torschützen waren Holland und zweimal Pfeiffer. Also auch ein Spiel wieder zum Weggucken wie Dresden, kann man sagen. Da haben wir auch 3-0 verloren. Das war eigentlich ein Ebenbild dieses Spiels mit dem gleichen Ergebnis. Ja, und die letzten fünf Spiele, Sepp, jetzt geht es ja immer mehr bergab hier. Zweimal konnte ich sagen, 15 Punkte geholt, dann 13 Punkte. Aber nach der Niederlage in Heidenheim haben wir aus den letzten fünf Spielen 10 Punkte geholt, 9-7 Tore geschossen, 3 Spiele gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Und Darmstadt 98 hat aus den letzten 5 Spielen 9 Punkte geholt, aber kein Spiel verloren. Also Darmstadt hat 2 Siege, 3 Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten 5 Spielen und 8-6 Tore. Also sind wir so, was das alles angeht, wie du schon gesagt hast, sind wir fast konform. Zu Hause 22 Punkte, Darmstadt 24 Punkte, zu Hause 26 Punkte, auswärts 26 Punkte, Darmstadt 24 Punkte, wie du schon gesagt hast. Wir gehen so ziemlich konform, da wir auch die gleiche Punktzahl haben mit 48. Also es riecht nach einem Unentschieden und um jetzt die Überleitung zu kriegen, vorm Spiel, Sepp, wäre ich mit einem Unentschieden hochzufrieden. Tja, ja, aber es reicht uns natürlich nicht, denn wir hatten vorher gesagt, Heidenheim, Darmstadt, wir brauchen mindestens 4 Punkte. Das war unsere klare Ansage. 3 sind uns verloren gegangen, wir brauchen einen Sieg. Was ich, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt hatte, was ich aber auch als leider nicht mehr nachvollziehen könnte, Kruev hat am Mittwoch gefehlt, manchmal wegen einer Mandelentzündung. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt wieder dabei war, das war jetzt auch ein nicht öffentliches Training. Vielleicht wisst ihr da mehr, also gerne mal reinschreiben. Ich sehe ja auch beim Kicker, dass er noch drin ist. Man liest da nichts mehr. So, deswegen das große Stühlerücken in der Aufstellung. Ich fang mal bei dem einfachsten Thema an. Ja. Weil ich dann eine schöne Überleitung noch machen kann. Es ist sowieso, Pavlenka scheint ja der Torwart der Stunde zu sein. Das heißt, er wird wohl seine Position weiter bekleiden. Da können wir einen Haken hintermachen. Gehe ich konform mit dir, gehe ich hundertprozentig von aus. Um die Überleitung noch perfekt zu machen, weil ich muss euch noch ein paar Informationen geben. Man munkelt auch, dass da Vertragsgespräche jetzt so im Gange sind schon die ganze Zeit oder was heißt die ganze Zeit über die letzten Wochen. Das heißt, hier redet man wohl auch über eine Möglichkeit der Vertragsverlängerung ligaunabhängig. Also da könnte sich auch was tun. Chancen sind wohl ganz gut, aber was Konkretes ist noch nicht dabei. Zusätzlich Pavlenka auch noch nominiert hier für Länderspielreise nächste Woche. Also, WM-Quali ist das sogar, ne? WM-Quali von Tschechien, ne? Ja, genau. Und dann gehe ich direkt weiter, um es noch einfacher zu machen. Wer wohl auch noch gesetzt ist, ist der Veljkovic. Auch da gibt es Themen rund um die Vertragsverlängerung. Kann gut sein, dass auch er da noch ähnlich wie Pavlenka in dieselbe Richtung geht. Ist noch nicht ganz klar. Es ist auch nicht ganz klar, ob er jetzt bei den Testspielen dabei ist, beim Länderspiel oder darauf verzichtet. Das hat man auch nochmal gemunkelt, bewusst wie auch immer. Auch der ist wohl in der Abwehr gesetzt als Innenverteidiger, ob jetzt Zweier, also ob in der Drei- oder Viererkette. So, und jetzt konnte ich meine ganzen Informationen schon mal unterbringen, außer vielleicht noch was Zusätzliches. Woltemade, Nankishi und Schmidt haben auch nochmal Länderspieleinladungen bekommen. Also die sind auch nochmal unterwegs. Das heißt, da muss ich kurz zwischengrätschen. Ja. Woltemade, U21, Deutschland? Ja, genau. Echt? So lange war er verletzt und kriegt jetzt eine Berufung für die U21 in Deutschland. Bin ich aber sehr darüber überrascht, okay? Dann Kishi, U19 oder was? Nee, ist glaube ich auch am U21. Auch U21? Ja, noch mehr überrascht, okay. Und wer war der dritte, sagtest du? Schmidt. Ach, der Romano Schmidt, der Österreicher. Ja, genau. Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, das ist natürlich gut. Und kurz zu den Vertragsgesprächen, wir kommen sofort auf die Aufstellung, weil da muss ich auch bei solchen Sachen muss ich sofort dazwischen grätschen. Meinst du echt, dass ein Pavlenka und Veljkovic bleibt, wenn wir nicht aufsteigen? Was man so hört, sind das ligaunabhängige Verträge, die geschlossen werden. Muss ja wahrscheinlich auch. Die Tendenzen sind ja wohl ganz okay, aber das ist jetzt ja nur so ein Zwischenstand. Aber ganz ehrlich, die beiden haben auch keine Angebote ernsthafterweise letztes Jahr bekommen. Wir werden ja über Veljkovic vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Du weißt es ja auch, dass er jetzt auch nicht der Führungsspieler der Abwehr ist. Da gibt es ja auch heiße Diskussionen bei den Fans, sozusagen Leader, ob man nicht groß zurückziehen möchte, damit er es vielleicht ein bisschen besser da managt und so. Ja, ich weiß nicht, wenn es passt, passt vielleicht bei den beiden. Ja. Ich sehe jetzt ja nicht, wo bei Veljkovic gab es doch auch mal vielleicht Ambitionen, als er noch jünger war, 22, 23, ob der sich vielleicht weiter positiv entwickelt und nochmal nach England geht, aber das ist ja auch alles vorbei. Ne? Okay. So. Also da entwickelt bei Pavlenka, wo soll er hingehen? Mhm. Ja.
Also ganz mal ganz ehrlich, da sind auch diese Weiterentwicklungen, die nicht da sind. Ne? Hier von Bielefeld, der Torwart, der wird ja teilweise noch bei Bayern gehandelt, das musst du dir mal reinziehen. Der ist jetzt auch so ungefähr das gleiche Alter. Anscheinend hat er da über die Jahre riesige Sprünge gemacht. Und dieses also, Fanda hätte das halt weiterentwickeln müssen. Fußballerisches und so weiter. Weil das, was er jetzt auch immer wieder zeigt, stark auf der Linie, stark gegen eins, das war ja quasi dann schon vor 5 Jahren so. Ja, aber wie gesagt, da gehen wir beiden sowieso in der Meinung auseinander, das weißt du. So muss es aber für auch mich, sein. Ja, also muss auch sein. Also für mich würde Pavlenka locker Bundesligist bekommen, der ab Platz 10 nach unten spielt. Also definitiv. Also der ist auf jeden Fall Bundesligist. Ja, aber ganz nahe bei Bremen auch bei Platz 10 nach unten spielen. Das ist das egal. Ja, aber vielleicht in der zweiten Liga bleibt Werder. Das ist ja ein Unterschied. Aber er wurde ja jetzt auch eingeladen zu den Länderspielen, von daher. Das ist ja sicherlich auch nicht so schlecht. Ja. Gut. Tja, ich hatte mich auch schon vorbereitet hier. Ja? 120 verschiedene Aufstellungen auf mein Zettel gemacht. Dann ist es als Dusch ausgefallen. Alles wieder im Papierkorb geworfen. Deswegen fangen wir mal an. Also Torhüter ist relativ einfach. Und einer Innenverteidiger mit Veljkovic auch. Also da müssen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen. Jetzt lass uns das mal so ein bisschen durchdiskutieren, weil wir haben uns ja hier nicht abgesprochen. Und ihr wisst ja, wir schneiden hier auch nichts Großartiges raus. Also wir sind eine Live-Analyse. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Man spielt halt wieder mit dieser Fünferkette, also Dreier-Fünferkette in dieser Kombination, also drei Innenverteidiger mit zwei Außen, oder wir gehen auf die Viererkette. Jetzt hat ja Viererkette der Ole Werner in Kiel, glaube ich, fast immer gespielt, bei uns noch nie. Und wir haben Veljkovic, so. Ich mache jetzt mal eine Möglichkeit auf. Ich möchte gerne mit Fünferkette spielen. Was kann ich tun? Ich habe natürlich ein großes Problem, weil ich den Mai nicht spielen lassen darf. Weil da habe ich schon gesagt, mache ich den Fernseher aus am Samstag. Zu Recht. Damit ich aber das Spiel gucken kann, fliegt der also bei mir dann schon wieder raus. Dann hätte ich ja als Innenverteidiger sonst nur noch Schirodia im Endeffekt von der Nominierung. Ist aber ein 16-Jähriger. Ist zwar alles schön und gut, aber den bringe ich jetzt nicht am Samstagsabendspiel gegen Darmstadt. Werde ich nicht machen. Auch vor allen Dingen nicht als Ole Werner, das tue ich dann nicht. So, jetzt kann ich die Möglichkeit so machen. Rapp hat ja auch schon in Heidenheim hinten drin gespielt. Der wäre eine Möglichkeit. Und ich könnte den Jungen, der ja auch Innenverteidiger gespielt hat bei, das war ja Kopenhagen, ne? Den auch mit reinziehen. Dann könnte ich aus den dreien die Dreierkette bilden. Hab dann auf außen den Agu auf der einen Seite und holen mir noch den M-Bomb wahrscheinlich rein. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest auch noch anders das gehen, aber es fehlt jetzt auch im Mittelfeld so ein bisschen an Möglichkeiten, weil wir jetzt den Stand bei Gruff nicht genau wissen. Man könnte auch spekulieren, ob sogar mal auch ein Bittencourt auf dieser Fünferposition, also in dieser Fünferkette spielen könnte. Das gibt es auch als Möglichkeiten, die ich schon mal auf dem Zettel gehabt habe, könnte man auch überlegen. Ist natürlich auch sehr offensive Ausrichtung. Also das wäre jetzt für mich so eine Konstellation. Das andere wäre zum Beispiel mit dem Rapp und mit dem Veljkovic in der Innenverteidigung zu spielen und Jung und Agu außen. So. Auf jeden Fall musst du dabei den Bomb weglassen, das ist schon mal ganz klar. Also ich tendiere selbst zu einer Viererkette. Ich tendiere auch zu der Viererkette, die du gerade vorgeschlagen hast. Links Jung, Mitte Rapp und Veljkovic und rechts und Agu. Definitiv würde ich auf Viererkette umstellen. Und davor würde ich den Mbom und den Groß spielen lassen. Auf jeden Fall. Als Doppel-6. Dann hast du noch den Bittencourt und den Romano Schmidt. Dann bist du schon bei 8 Leuten. Dann würde ich den Woltemade spielen lassen als in Anführungsstrichen Duxch-Ersatz. Hat ja schon die gleiche Figur. Würde man ja fast sagen. Auch so schlaksig und so groß. Und natürlich Füllkrug. Also bringt sie mich nicht von weg. Ich würde auf jeden Fall umstellen auf Viererkette, um auch mehr Sicherheit da hinten reinzubringen, weil ein Veljkovic hat sich in der Dreierkette eingespielt mit Friedl und mit Toprak und er hat auf einmal ganz andere Leute. Und da hast du schon in Heidenheim gesehen, wie wir geschwommen haben, sage ich jetzt mal so. Deshalb würde ich das nicht machen. Also Viererkette und die Sachen, die ich gerade gesagt habe, für mich würde es da komplett keine andere Überlegung geben. Also die Viererkette mit den zwei Sechsern wäre auch meine bevorzugte gewesen. Das wäre halt sehr gut. Ich hätte gerne halt Gruev gesehen. Wie gesagt, da ist es jetzt nicht so ganz klar, ob der da ist. Du kannst natürlich mit einem Bommel, hat er auch ein, zweimal gespielt, machen. Ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig. Was wir nicht machen können, ist Agu
Und dann innen Velkovic und Jung und dann noch außen Mbom. Das geht nicht. Der darf außen nicht mehr spielen. Nein, Mbom geht gar nicht. Es gibt zwei Sachen, die gar nicht gehen, die nie passieren dürfen. Und dann kannst du den Ole Werner auch sofort anzählen. Die erste Sache ist, dass Lasse Mai spielt. Da kannst du sofort, da kann ich sofort das Stadion verlassen. Du hast schon gesagt, du kannst sofort das Fernsehen ausmachen, wenn es so kommen sollte. Und du darfst auf keinen Fall Mbom außen spielen lassen. Siehe die U21-Spiele, was du auch damals berichtet hast im Podcast, was der für Fehler gemacht hat. Ich glaube, 3-0 verloren, zwei Gegentore war Mbom schuld. Den darfst du auf jeden Fall nicht außen spielen lassen. Du darfst den höchsten außen spielen lassen, wenn du diese Art Fünferkette spielst. Dann ist er ja weiter vorne platziert, sage ich jetzt mal so. Aber nochmal, das möchte ich nicht spielen. Meine Meinung, ich plädiere für Viererkette und aufgrund seines Kämpferherzes, weil in die Zweikämpfe geht er ja und er rennt ja auch wie ein Pferd auf jeden Fall, würde ich ihn neben Groß auf eine Doppel-6 spielen lassen. Okay, dann haben wir ja hinten, wie gesagt, da kann man jetzt immer noch eine Frage stellen, ob Groß runtergeht, was er auch schon gemacht hat in die Innenverteidigung, wäre jetzt für mich persönlich auch nicht so gut gewollt, weil man sich dann sehr viele von den Konstrukten verschiebt und der Rapp hat das ja wohl auch von der Vita her auch, ist auch eigentlich irgendwo aus der Innenverteidigung. Und ich fände es halt auch ganz gut, weil man, wenn man den jetzt mal etabliert, den Rapp da hinten drin, dann könnte der ja auch perspektivisch dann, der Friedl wäre ja der Erste, der wiederkommt, idealerweise. Dann könnten die auch zu dritt vielleicht dann diese Dreierkette wieder spielen, also Velkovic, Rapp und Friedl. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, könnte sogar funktionieren, weil der Einsatz ist ja beim Rapp auf jeden Fall auch da. Und was jetzt für mich jetzt auch noch so ein Thema ist, wir haben ja darüber gesprochen, über die Abwehr, das war jetzt so das Hauptthema mit Weiser, war natürlich dann auch blöd, dass der auch ausgefallen ist, aber Agu ist ja wirklich da ein guter Ersatz, wir haben ja damals gesagt, Weiser, warum ist er überhaupt im Kader oder warum haben wir den überhaupt verpflichtet? Ich fand jetzt auch, dass die Spiele zwar gut waren, aber auch jetzt nicht besser als die guten Spiele von Agu, also da sehe ich jetzt keinen so einen riesigen Verlust an Qualität. Ich finde jetzt, man muss sich vielleicht generell überlegen, weil wir haben diese Top-Leute in Anführungsstrichen da drin. Und wir sind ja nie in der Lage, was ich ja schon bemängel, seit jetzt ein paar Mal schon, wir sind ja nicht in der Lage, trotzdem sauber mal zu Null zu spielen. Ja? Das heißt, wir haben ja unsere Top-3-Innenverteidiger, von mir aus jetzt mit Pavlenka noch einen überdurchschnittlichen Torwart für die zweite Liga. Und du kriegst es ja nicht auf die Kette, da zu Null zu spielen, egal bei welchem Gegner. Und das heißt ja, die Balance der Mannschaftsteile, auch das, was vielleicht gerade auch das Mittelfeld arbeitet, passt halt überhaupt nicht hin, weil wir ständig Gegentore kassieren. Und das ist ja auch insgesamt so der Vorwurf. Ihr habt ja auch schon, ein paar von euch haben ja auch dann den Anteil Ole Werner mal mit kommentiert, dass, was man auch noch mal kritischer drauf gucken kann, wenn man sich die User so durchliest in den Foren und die Beiträge, ist das ja auch so, hatte ich auch schon gesagt, Thema Weiterentwicklung, wie geht es mit einzelnen Schritten voran. Es ist so ein bisschen die Tendenz auch zu sagen, gut, du hast vorne halt die beiden Jungs, wo jetzt auch nur noch einer da ist, die machen es quasi von alleine und hinten, die halten schon irgendwie den Laden dicht. So ist so ein bisschen so gerade eben Werder Bremen auf die letzten paar Wochen, also ist schon immer wieder irgendwie gut gegangen. Und gerade so ein Doppel-Sechs wäre vielleicht auch für die Zukunft gar nicht so uninteressant, weil wir brauchen einfach mal mehr Stabilität. Und um jetzt nochmal zurückzukommen, wenn wir hinten schon mal zu Null spielen, sieht es ja mindestens nach einem Punkt gegen Darmstadt aus, wo alle sagen würden, ja, vor dem Spiel, so wie du auch, so wie ich auch, sind wir erstmal zufrieden. Ja? Ja. Und vorne kann ich halt 3 Tore schießen, wenn ich 4 reinbekomme, habe ich schon wieder keinen Punkt. Ja? Deswegen wäre es für mich auch wichtig, dass wir mal hinten diesmal das wirklich so stehen, dass wir da einfach da keine Gegentore bekommen. Ja, natürlich gibt es auch Gegentore wie nach Eckbällen, ist mir schon klar, aber ihr müsst ja einfach sehen, dass wir da über so einen langen Zeitraum auch gar kein zu Nullspiel haben. Das ist auch, das ist einfach schwach. Ja, bin ich bei dir, haben wir auch schon beim letzten Podcast bemängelt und ist hundertprozentig so. Worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte, ist dann, wen haben wir denn überhaupt noch auf der Bank? Wir gehen jetzt von der Aufstellung aus, die wir gerade gesagt haben. Wen können wir denn da noch? Wir haben den Niklas Schmidt noch auf der Bank, wir haben Dingschi noch auf der Bank, wir haben Mai noch auf der Bank, höchstwahrscheinlich Asalene, gehe ich von aus, auf der Bank. Schönfelder 2 Tore geschossen bei der U23. Okay. Schönfelder könnte noch spielen. Okay, dann ist das ja doch nicht so. Ich sag mal so, für die zweite Liga ist die Bank ja doch nicht so schlecht besetzt. Ne? Abgesehen, Klammer auf, Lasse Mai, Klammer zu. Ne? Also sonst, und Asalene natürlich auch, okay. Obwohl ich muss gerade revidieren. Asale, Mai und Dingschi sind natürlich nicht gerade die Helden, aber du kannst Niklas Schmidt bringen halt. Du
das ist schon mal nicht so verkehrt, wenn du den drin kannst. Also die Probleme, wir sind ja jetzt noch nicht so, eigentlich noch nicht ganz vorne gegangen. Du bist da schon ein bisschen vorgegriffen mit Woltemade, der jetzt natürlich auch noch nicht so lange gespielt hat nach der längeren Verletzung. Aber der würde halt vielleicht am ehesten passen, weil Dingchi haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das ist ja eigentlich so, Dingchi ist ja das Gleiche, wie als wenn wir in der Viererkette jetzt einen Bomben spielen lassen oder in der Innenverteidigung. Genau. Mai, das geht halt einfach nicht. Also der darf nicht von Anfang an spielen, das ist Chaos pur. Und wie gesagt, Schönfelder war ja komplett, also der hatte, fand ich, ganz gute Ansätze, als er nochmal reinkam. Bei Werner hat er, glaube ich, nie gespielt. Wie gesagt, hat jetzt U23 bei dem 3:3 zwei Tore geschossen. Wäre sicherlich vielleicht auch noch jemand, den man nochmal reinbringen konnte, weil Woltemade vielleicht keine 90 Minuten kann. Also ich würde mit dem, wie du auch schon sagtest, mit dem Woltemade vorne drin spielen und dann hast du auch wenigstens mal den Altersdurchschnitt rapide nach unten getan und da muss man halt auf der Sechserposition gucken, ob Gruev da noch eine Möglichkeit darstellt oder nicht. Das wäre man mir dann noch lieber als im Bomb, obwohl ich das, was du jetzt sagst, von der Art her sicherlich nicht schlecht, aber da haben wir so viele Zerstörer da. Ich glaube, der Gruev kann vielleicht noch einen etwas besseren Pass spielen als im Bomb. Die Frage ist halt, wie machst Vorlagen du das? Zu Toren gegeben und Bomb hat auch schon Vorlagen zu Toren gegeben diese Saison, ne? Die Frage ist halt, wie du das Spiel machst, weil du hast natürlich dann hinten in der Abwehr auch gar keinen, der jetzt, sagen wir mal, Diagonalbälle oder sonstige Sachen aus der Abwehr herausspielt. Veljkovic ist jetzt auch nicht so der, wäre jetzt vielleicht manchmal teilweise mit Friedl mit seinen Bällen gewesen. Muss man halt abwarten. Auf Seiten von Darmstadt fehlt wohl auch ein Innenverteidiger Pfeiffer, der ist, glaube ich, gelb gesperrt. Ansonsten haben sie wohl alle Mann an Bord. Ja, das wäre jetzt interessant. Ich meine, was schlagt ihr vor? Welche Aufstellungssystematik? Welches System sollten wir spielen? Welche Spieler? So viele haben wir auch nicht mehr übrig. Also man könnte ja auch mit einer Spitze spielen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das nicht jetzt gut, mit einer Spitze zu spielen. Ja. Wäre zwar auch möglich, aber wir haben halt nicht diese... Für mich fehlen halt diese Außenspieler. Ja. Also Romano Schmid ist kein Außenspieler, Bittencourt ist auch kein Außenspieler. Da fehlt es mir dann halt. Ja. Außer Asale natürlich. Aber den will ich spielen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir den Super-GAU erleben werden und noch weitere Leute dann aus der Mannschaft an Corona erkranken. Ne? Das kann jetzt natürlich auch passieren. Und nicht, dass wir dann auf einmal einen Sturm haben, dass der Füllkrug auch noch ausfällt und dann haben wir den Sturm Dingschi und Asale. Dann überrascht der Werner uns aber richtig. Und dann schießen wir richtig viele Tore. Ein Scherz beiseite. Also ich ganz fest die Daumen drücken, dass da nicht jetzt noch einer ein Corona kriegt. Ja, genau. Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nicht. Das kann ja auch kurzfristig vor dem Spiel sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann die halt mal getestet werden. Das wäre natürlich, wie du sagst, schon ein super GAU, weil die Bank ist jetzt natürlich dann etwas schwach besetzt. Du hast ja aber zwischen den Zeilen ja schon verraten. Natürlich haben wir alles bemüht und dich schicken wir nach oben, wieder Richtung Stadion, dass du seine Serie einsetzt. Einer der User, ich weiß gerade leider nicht mehr auswendig, wer hat ja auch schon gesagt, der fährt auch hoch, also sieht der schon mal gut aus. Ja, das heißt, da dürfte eigentlich nichts passieren. Mindestens ein Punkt sollte drin sein. Also ich finde es jetzt super spannend, weil das zum ersten Mal dann wieder eine Aufstellung ist, wo du fragst, wer spielt denn jetzt? Ja, also, sonst war das sehr langweilig, den Punkt konntest du ja fast schon wieder überspringen, weil immer die gleichen spielen. Und aus dem Mittelfeld muss natürlich deutlich mehr kommen. Die Mannschaft muss sich jetzt ja auch, wenn es eine Mannschaft ist, auch meines Erachtens mehr unterstützen, weil das war teilweise zu wenig. Die haben sich so ein bisschen ausgeruht auf ihren Fähigkeiten individuell und haben jetzt aber nicht alles reingehauen, auch an Leidenschaft, die man manchmal braucht. Und vielleicht ist es durch die vielen Wechsel jetzt auch so, dass man da nochmal einen neuen Schwung hat und zumindest da mal das Ergebnis erzielt, was halt ja, für alle erstmal gut ist. Und dann hätten wir ja nochmal eine kleine Pause und können nochmal ein bisschen Feintuning machen. Ne? Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Aber gut, dass du es ansprichst. Ich nehme das jetzt mal vorweg, nicht im Schlusswort. Ich nehme es jetzt schon vorweg. Liebe User, wer also am Samstag im Weserstadion ist, Samstagabend zur Primetime, bitte, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, bitte Kommentare schreiben hier in diesem Podcast nach dieser Sendung. Und ich würde mich riesig auf ein Treffen mit jedem Freund, von jedem der User, von jedem der Abonnenten oder so. Wer Zeit hat, bitte reinschreiben. Und es wäre doch richtig schön, sich mal vor dem Spiel auszutauschen. Ich habe auch diesmal vorher kein Spiel mit unserer C-Jugend. Ich werde also relativ früh nach Bremen fahren. Also es muss ja nicht erst um 20 Uhr sein. Man kann sich auch gerne um 18 Uhr irgendwie treffen und so. Das wäre für mich echt eine Riesenaktion, wenn ich einen von euch da treffen würde. Also bitte, bitte in die Kommentare reinschreiben und ich würde mich über jedes Treffen freuen. Definitiv.
Genau, habt ihr gehört, das können wir auch vielleicht in einem Bild und Ton, wenn ihr wollt, festhalten. Zumindest ein kleines Statement von ein paar Minuten, packen wir wieder alles dann rein. Und das bringt mich dazu, dass ich, was wir noch tippen müssen. Und wie ich es ja schon gemerkt habe, ich habe meine gute Laune doch hier wiedergefunden insgesamt. Ich tippe auf jeden Fall unentschieden, und zwar 1-1. Auch wenn mir 0-0 ehrlich gesagt lieber wäre, aber ich bleibe beim 1-1. Das ist ja alles dann neu formiert und ich bin sehr gespannt und ich bin jetzt auch vor allen Dingen darauf gespannt, ob uns der Trainer mit der Aufstellung, mit der Einstellung der Mannschaft halt mal überrascht, weil, wie ich gesagt habe, man hatte auch, ja, auch am Anfang so ein bisschen das Thema, ich glaube, das hatten wir auch mal andiskutiert, ob der Anteil so hoch ist, weil die Mannschaft viel auch selbst gemacht hat, die Hierarchie stimmte schon drin, sie wussten schon, wie sie spielen wollten, man hatte so das Gefühl, er musste sie jetzt einfach nur noch so einen Ball geben und dann lief es gerade so. Und jetzt kommt mal eine große Herausforderung, auch mit Umstellung. Mal sehen, was das auch das Training jetzt über die Monate gebracht hat, was ich ja schon erwähnt hatte, wie die Mechanismen da ineinander greifen. Ich bin sehr gespannt und hoffe auf ein cooles Spiel. Und deswegen kann ich dann jetzt mit einem freudigen Lächeln zu dir, zu den letzten Worten gehen. Euch viel Spaß am Samstagabend beim Spiel. Und die Fans müssen natürlich die Mannschaft nach vorne treiben. Dafür bist du extra da und sorgst dafür, dass die Stimmung im Stadion auch wieder besser ist. Ja. Ja, dann mache ich wieder den Rauschmeißer wie immer. Also mein Tipp für Samstag ist dann 1-1, wollte ich auch tippen, aber das machen wir natürlich nicht, dann tippe ich 2-2. Also kriegt Pavlas wieder 2 Gegentore, damit der Sepp wieder auch ein gutes Gemüt hat, wenn wir den Nachbericht machen, auf jeden Fall, dass er darüber reden kann. Ja, nochmal an die User, wäre cool, ein Treffen mit euch zu vereinbaren, hätte ich richtig Lust drauf. Und ich hoffe natürlich, dass meine Serie nicht reißt und dass ich, wie gesagt, 6-mal diese Saison im Stadion gewesen, 5 Siege, 1 Unentschieden gesehen. Also das ist schon eine gute Marke, die ich da mitbringe und ich hoffe, dass das Samstag so bleibt. Also vor dem Spiel bin ich mit einem Unentschieden zufrieden, auch wenn wir dann natürlich nicht höher in die Tabelle kommen. Aber wir haben dann die Länderspielpause. Vielleicht haben wir da ja echt Glück, dass ein Friedel wiederkommt, dass man da wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Nochmal die Daumen drücken, dass sich nicht noch mehr Spieler an Corona erkranken. Das wäre natürlich noch mehr ein Super-GAU. Und in diesem Sinne, ich bin Samstagabend da, drückt mir die Daumen. Und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder weiße Fahne overall, wir stehen zusammen, ein Green White Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen, ein Green-White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen, ein Green-White Wonderwall.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.